Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Werde zur Legende. Wir spielen heute gegen Köln, wenn ich das jetzt gerade in dem kurzen Moment richtig gesehen habe, im DFB-Pokal. Ich sitze auf der Bank und da möchte ich natürlich ja mein Bestes geben, ne? Sobald ich dann eingewechselt werde. Wir sind hier in irgendeinem komischen Stadion, was nichts mit Köln oder so zu tun hat. Wir probieren es. Wir wollen hier heute alles geben. Und ja, ich muss gucken, dass ich besser in das Spiel mich reinbringe und so weiter und so fort. Das ist natürlich immer nicht alles so einfach. Besonders wenn halt auch die Chemie mit der Mannschaft noch nicht ganz so klappt. Ihr seht ja, da sind manchmal halt so ein oder andere Sachen, die halt, ja, nicht ganz immer rund laufen. Aber wir gucken mal. Jetzt der Ball hier. Es gibt die Ecke, so wie es aussieht. Ja, ich glaube schon, es müsste Ecke sein. Okay. Die Ecke wird geschlagen. Zack, ab in die Mitte. Und was ich sehr lustig fand oder sehr cool, dass es halt auch Kommentare gab dazu, zu der PS 2013 Karriere. Die damalige, die legendäre mit dem Ultra Otaldo, der dann auf eine 98 am Ende gekommen ist. Zack, 1-0. Wow. Wow, wow, wow. Köln, ja, hat es uns hier gerade gegeben. Krass. Ja, das ist, dass wir gucken, dass wir das auch so hinkriegen. Ich will auch wieder richtig viel hier machen. Ich versuche das jeden Tag zu bringen, so gut ich es kann. Und ja, vielleicht entwickeln wir uns richtig schnell, richtig gut. Aber Ingolstadt ist natürlich jetzt nicht die beste Mannschaft, das wissen wir ja, ne? Es gibt da weitaus bessere Mannschaften und mit der Zeit werden wir auch besser. Wir werden dann in eine bessere Mannschaft noch kommen. Und ja, bin mal gespannt, wie das da dann läuft. So, jetzt hier wieder Köln. Sehr schön abgewehrt. Noch einmal die Pille. Das ist immer wieder mal zwischendurch schneller oder langsamer zu machen. Je nachdem, wie die Situation das erfordert. So. Lauf da, komm, komm, komm. Holt ihn euch. Haben wir. Keeper schlägt den Ball weit nach vorn. Hier nochmal hin. Boah, super. Jetzt die Flanke einmal bringen. Schade. Ey, das wäre richtig cool gewesen, wenn wir den reingemacht hätten. Naja, es kann halt nicht immer klappen, ne? Aber ich hätte auf jeden Fall richtig Bock darauf, wenn wir, ja, das hier richtig gut machen. Wenn wir da so richtig stark werden. Und uns nach und nach hocharbeiten. Ich versuche mich gerade mal so ein bisschen zu erinnern, wie das früher war. Wir hatten, ich weiß gar nicht, wo ich gestartet bin. Bei PS 2013, bei irgendeiner Mannschaft. Wir sind dann verliehen worden oder verkauft worden. Nee, wie war das denn? Das war auf jeden Fall ganz verrückt. Da war ich bei einer Mannschaft nur 4 Tage oder so und wurde dann gleich wieder verkauft, weil ich, ja, dann einen neuen Verein brauchte. Dann war ich beim Hamburger SV und habe da irgendwie ein oder zwei Saisons gespielt. Eine Saison, glaube ich. Dann war ich mit Cristiano Ronaldo zusammen. Das war irgendwie verrückt. Bei Juve oder so. Oder Inter. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann bei Bayern München. Das war eigentlich ganz nice. Also wir haben da witzigerweise sehr gut mit Ronaldo zusammengespielt. Also da kamen die echt die allerbesten Sachen bei rum. Ja, aber ich bin mal gespannt, ob wir da auch wieder so interessante Sachen haben. Ich habe mich noch nicht nochmal wieder um dieses komische kaputte Overlay gekümmert. Ihr seht es ja, es ist unten und bei den Namen ein bisschen kaputt. Aber naja, okay. Erste Halbzeit gleich vorbei. Hoffentlich wird es gleich noch abgepfiffen und ich kann dann gleich ein bisschen mitarbeiten. Ich soll ja nicht zu viel mit herumlaufen, aber wenn es halt jetzt gerade hier um Leben und Tod geht, ihr seht es ja, es geht jetzt darum, dass wir den DFB-Pokal überstehen, dann muss ich da alles geben. Es kostet mich halt viel Energie, aber ich probiere alles. Ich will heute, dass wir gewinnen. Ich versuche mich anzubieten. Schön. What? Nein. Oh, ich habe die ganze Zeit nach unten geguckt. Okay. Schade. Also, man kann nicht sagen, dass jetzt meine Flanke da irgendwie verkehrt wäre. Also, die war eigentlich ganz gut. Oh. Schön gemacht. Hinterher. Super. Wir bieten uns wieder an. Oh, shit, Mann. Komm hin, hin, hin. Sehr gut. Oh,
versuch's doch nicht mit dem Hakenpass. Mann. Ich muss gerade so ein bisschen den Sound hier leiser machen vom Spiel. Ah. Wenn es nicht vielleicht zu laut wird in der Aufnahme. Oh, komm, geht dran, geht dran. Ja. Okay. Kam nicht hin. Ich bin auch komplett auf der falschen Seite. Ich versuche mich nur hier anzubieten. Oh. Scheiße, Mann. Ich muss auf die andere Seite. Das ist nicht meins. Hör auf da bitte. Super. Schön. Gekämpft, die Pille geholt. 60 Minuten steht das 1:0. Komm, da können wir noch einen Treffer machen. Ich bin nicht auf meiner Position, ich weiß. Ich sprinte zu viel, ich weiß. Mann. Hin. Oh, shit. Falsch. Scheiße! Ah. Mann, hängen geblieben. Aber wir machen das. Also komm, komm, komm. Super Einsatz. Nein, ich spacken! Nein, ich doppelspacken! Oh, fuck! Mann! Ich muss erst mit der Steuerung wieder klarkommen. Ich spiele zu viel FIFA. Hin, ja. Mein auch mit R2. Ihr seht, meine Energie purzelt nach unten. Shit! Ja. Okay. Oh, Mann. Also, wir sind hier dauerhaft vorm Tor, ne? Also, unser Gegner kommt da gar nicht so richtig hinterher. Jetzt aber der Konter. Okay. Ich bin Kilometer im Abseits. Wenn du den Ball hast. Lauf durch, Otaldo. Mann, Mann, Mann. Gut, okay, komm, komm, komm. Spiel weg, Spiel weg. Spiel weg, Spiel weg, Spiel weg. Darf nur mal sicher gehen. Okay. Ich werd bekloppt, ich werd bekloppt, ich werd bekloppt. Alles gegeben. Meine Güte. Och. Hey je. Wie kann man das denn noch dafür geben? Also da muss man ja irgendwas machen, das kann doch nicht sein. Scheiße, scheiße, scheiße. Spiel ist gleich vorbei. Energie ist weg. Okay. Jawohl! Boom! Sehr schön! Yes! Sauber, die Vorlage da gegeben. Oh Mann! Ich merke gerade, es ist schon ein bisschen spät. Oh, wunderbare Flanke. Wunderbar, wunderbar. Da gebe ich ein bisschen Gas. Jetzt zack. Flacher Pass. Und drin die Pille. Boom! Okay. Um.
Verletzung in unserem Team. Einwurf für uns. Ah, sieht nicht gut aus. Oh, nein, nein, nein. Nicht bitte aus meinem Fehler. Oh. Okay, 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 okay. Erste Halbzeit. Erste 90 Minuten überstanden. Eieiei. Verlängerung starten. Ist nicht gut, ne? Meine Energie. Bin aber noch da. Ich bin aber noch da. Energie, wie sieht's da aus? Ah, nicht viel. Nicht viel. Ich werde wahrscheinlich ausgewechselt, wenn wir denn noch Wechselmöglichkeiten haben. Okay, gut. Ah, shit, shit, shit. Hier. Oh, hin, 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 hin. Weggeklärt. Hätte er viel mehr Optionen gehabt, hätte er nicht unbedingt darüber klatschen müssen. Aber okay. Dann da bitte. Hol dir das Ding. Mhm. Krasser Einsatz. Hinterher. Weg damit. Da hat unser Keeper das Ding. Okay, jetzt geht's nach vorne, ne? Ich muss gleich gucken, dass ich explosiv da durchkomme. Hin. Uiuiui, da muss ich erstmal tief Luft einatmen. Ich denke schon, er legt ihn direkt vor. Kein Problem. Oh, mein Gott! Was war das für ein guter Schuss, ey? Und er fängt den. Nein, nein, nein. Ah, faul. Okay, okay, okay. Komm, komm, komm. Also, man kann nicht sagen, dass ich das schlecht gemacht habe, oder? Es war halt einfach nur... Tja. Es hat nicht sollen sein bisher. Eine Vorlage habe ich. Da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Erste Halbzeit jetzt vorbei. Der Nachspielzeit. Okay. Gucken wir mal. Also, natürlich hat unser Typ da, unser Mitspieler, da das Tor gemacht. Aber die Vorlage von mir war jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Ich bin immer noch dabei. Wahrscheinlich haben wir gar keine anderen Spieler mehr zum Auswechseln. Wir haben keine Auswechselmöglichkeiten. Da muss ich ein bisschen nachgehen. Keine Energie mehr. Meine Energie ist weg. Okay. Oh. Okay, Ball gespielt. Nein. Hin, hol die dir. Ich bin im Abseits. Sehr gut. Ey, da pümmelt mich doch da an. Bitte nicht Elfmeterschießen. Ich weiß gar nicht, was gibt es hier nach beim DFB-Pokal? Wie ist Elfmeterschießen? Ja, muss es ja irgendwie, ne? Irgendwas muss es ja da geben. Oh nein, oh nein, oh nein. Hin bitte, hin, hin, hin. Da habe ich meine Chance auf dem Fuß, ey, und ich nutze sie nicht. Komm, 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 hin. Also ich bin super zufrieden, dass wir das da geschafft haben, den Anschlusstreffer zu finden. Ich stehe schon im Tor, ey, weil ich die ganze Zeit da mitlenke, ey. Ich bin so ein Idiot. Wie ich da im Tor stehe. Weil ich da mitlenke die ganze Zeit. Ich drücke rechts und ich gehe. Oh Mann, ey.
Elfmeterschießen. Ich bin der Erste, der schießt. Anleitung bitte. Braucht die Anleitung? Befehlsliste, okay. Standardsituation. Elfmeter, ich muss es nochmal hier wissen. Schussrichtung. Schussrichtung anpassen mit dem linken Stick, okay. Hilfeanzeige mit RB, okay. Schütze wählen, das ist okay. Torschuss mit Dings oder Lupfer mit LB. Mit RB machen wir okay. Mhm. Halt ihn. Ja! Yes! Und ich bin der erste Schütze, ne? Mhm. An den Pfosten. Ja, jetzt habe ich es nicht mehr in der Hand. Jetzt können wir nur noch zugucken. Ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen zu doll geschossen. Dadurch ist der Kreis noch weiter nach außen gegangen. Komm, mach ihn rein. Bitte, bitte, bitte. Sehr gut. Oh, die spielen alle flach. Nicht Idiot, ey. Idiot. Halt ihn bitte. Halt ihn, halt ihn. Jo, richtige Ecke schon ausgewählt. Mann. Mann, Mann, Mann. Zu weit nach links eben gezielt. Komm, hau rein. Oh, das tut weh, das tut weh. Und ich hab's vergeigt. Ich hab's vergeigt. War der erste Schütze. Und ich vergeig es. Oh, ja, machen sie gut. Ich glaube, wir sind raus. Damit sind wir durch. Also wir müssen den jetzt reinmachen. Und danach halten. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen wollen, aber es schaffen wir. Komm, komm, komm. Wir glauben an uns. Komm, 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 komm. Mach das Ding rein. Mach das Ding rein. Elfmeter verschissen, egal. Hau das Ding rein. Damit ist Köln weiter. Okay. Schade, schade, schade. Krimi, das war ein echter Krimi. Ich habe alles gegeben. Otaldo 7,0, genau wie Lex. Wir waren besser als die Gegner. Zum Teil, wir haben sehr viel dominiert, finde ich. Und jetzt das. Naja. Okay, kann man nicht viel machen. Was willst du machen? Nachher wieder schießen 3-1. Oh Mann, ey, das ärgert mich. Naja. Wir haben inzwischen eine 70, wie ich sehe. Okay. Wir arbeiten dran. Häufigkeit schwacher Fuß. Ja, das geht hier ganz gut ab. Bin gespannt, wie wir uns hier weiterentwickeln. Leider jetzt ausgeschieden aus der ersten Runde. Wir gehen jetzt weiter in der Bundesliga gegen Hannover 96. An der Stelle, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne den Daumen nach oben da. Das wäre richtig gut. Ich bin heute nicht im Kader. Das heißt, wir können die Zeit weiter vorstellen. Weiter, pum. Sieht man das Ergebnis? Ja. 4:1 verloren gegen Hannover. Und damit sind wir auf Platz 12. Ärgerlich. Ich habe nicht mitgespielt. So ist das halt manchmal. Dann gibt es jetzt Bekanntgabe. Nationalmannschaftskader, da sind wir selbstverständlich nicht dabei. Dafür sind wir ein bisschen zu schlecht. Ich kann nur Musik weiter anmachen. Was ist eine Idee? Weiter, weiter. Weil ich das Ganze jetzt hier so on the fly aufnehme. Und jo, dann ist Wolfsburg unser nächster Gegner. Auch ein starker Gegner, Auswärtsspiel. Heute nicht im Kader. Oh Mann. Ich habe den Elfmeter verkackt, jetzt hat er kein Vertrauen mehr zu mir. Das ist ganz schön bitter. Wolfsburg gewinnt nur 1:0. Puh. Weiterhin, es geht immer weiter runter, Platz 14. Ja. Was will man auch großartig sagen, ne? Da sieht es halt einfach nicht gut aus. Stuttgart, nächster. Bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Bin ich auf der Bank? Nicht im Kader. Oh Mann. Tagesform nicht gut. Ich glaube, mir stand da mehrmals was schon. Sollte vielleicht ein bisschen auf meine Fitness gucken. So. Bin nicht fit, oder was? Bin ich verletzt, oder was? An meiner Fitness oder was? Keine Ahnung. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie wir gespielt haben. Oder? Meisterhafte Flügel? Abona? Keine Ahnung. Nicht verletzt? Ich habe es nicht mit. Ich habe es einfach überlesen, wahrscheinlich. Vor Aufregung hier. Nach dem eben dramatischen Spiel.
Heute Startaufstellung, gib dein Bestes und viel Glück. Mannschaftsarzt, sie haben sich vollständig in ihrer Verletzung erholt und sind einsatzbereit. Okay. Gut. Das heißt, es geht jetzt beim nächsten Mal weiter gegen Mainz. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne lasst einen Daumen nach oben, das wäre richtig cool. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dann.